bei Odin. Wir sind zurück bei Vikings Wolves of Midgard. Und nachdem wir mit dem Krieger Thorir Gunnarsson, für den das N am Ende nicht gereicht hat, das Ende der Demo erreicht haben und uns mal einfach Beehänder und zwei Einhandwaffen angeschaut haben, wechseln wir jetzt den Charakter und erstellen einen neuen Charakter. Und diesmal nehmen wir hier die Schildmaid, die holde Schildmaid. Und passen Sie mal kurz an. Das gefällt mir doch sehr gut. Schmuck, ja klar, ist eine Frau. Trotz ihrer Schlagkräftigkeit wird sie sicherlich Schmuck tragen. Wir geben ihr Schmuck. Blond wollen wir jetzt nicht. Schwarz wollen wir nicht. Doch, schwarz wollen wir. Sieht eher aus wie blau, macht aber nichts. Hier noch ein nettes Tattoo. Das sieht ziemlich geil aus. Clan-Symbol. Vielleicht etwas, was einen eher weiblichen Aspekt hat. Das ist also eine Mischung aus weiblich und hart. So. Und jetzt habe ich Bock mit ihr einerseits die Stangenwaffen, oder beziehungsweise den Stab zu spielen und eben auch den Bogen. Ich starte mit dem Bogen. Unten links sehen wir hier aktivieren den Valhalla-Modus. Der Valhalla-Modus ist Permadeath-Modus. Das heißt, wenn ihr einmal stirbt, dann war's das. Und das machen wir jetzt natürlich nicht. Das, die Demo würde viel zu kurz werden. Refna Yondotir. Wie nennen wir sie? Wie nennen sie? Wir nennen sie Valska. Ich nenne sie aber nur Valska. Fertig. So, neues Spiel. Krieger Valska. Und ich habe mit dem Krieger habe ich normal gespielt. Und normal war schon. Also es war deftig. Gefällt mir persönlich sehr gut, aber nur damit ihr wisst, woran ihr seid. Sie fließt wie ein Strom mit all seinen Windungen und Schnellen. Nun fließt sie gen eisigen Tod für alle neuen Welten. Krieg herrscht in Asgard über uns. Und der uralte Kampf zwischen den Göttern von Aesir und den Engeln von Vanir bahnt sich wieder einmal seinen Weg. Während in den Tiefen unter uns, in Niflheim, die Eisgiganten das große Eis entfesseln und gegen die Küste von Midgard treiben. Es ist ihre Vergeltung. Der Vorbote von Ragnarök, dem Ende aller Dinge. Wer hätte je gedacht, dass ausgerechnet das Dorf Ulfung, Heimat der Geächteten und Abtrünnigen, sie, die uns zu retten vermag, hervorbringen würde. Also die Sprecherin ist wunderbar. Auch insgesamt gefällt mir die Audio-Lokalisation sehr, sehr gut. Und auch sehr schön, also wir haben jetzt ja eine Kriegerin gewählt, die Schildmaid. Und in der Story oder in der Geschichte, die Sprecherin erzählt, ist es diesmal sie und nicht er. Die eine Kleinigkeit, aber finde ich schon sehr wichtig. Aber das würde sich ändern. So. Jetzt gucken wir mal, was die Schildmaid so drauf hat mit dem Bogen. Kurzen Gabencheck. Ein harter Tritt, der deinen Gegner zurückwirft. Okay, damit können wir schön Distanz aufbauen. Ja, wundervoll, gleich mal ein Drehkick ausgepackt. Also auch hier Deluxe Taekwondo Skills am Start. Okay, hier werde ich auf jeden Fall noch mehr rollen müssen. Aber gefällt mir jetzt schon, wie sie auch mit dem Bogen schießt. Ist nicht so instant Nerfgang-mäßig, sondern zieht schon auch die Sehne und der Pfeil fliegt auch schön natürlich.
Und ja, wunderbar. Ich liebe Bogenklassen. So. Ihr seht also, es mangelt hier nicht am Blut. Es ist zum Glück auch nicht überspitzt oder so, dass es übertrieben wäre, sondern ich finde es eigentlich genau richtig. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und jetzt müssen wir erstmal den Häuptling finden. So, und ich glaube jetzt für die Dauer der Demo werde ich gar nicht erst diesen Stab austesten, sondern mich nur auf die Bogenklasse konzentrieren, da wir gesehen haben, dass die Demo jetzt nicht allzu lang ist, um vielleicht ein paar mehr Fähigkeiten noch zu sehen, die die Bogenschützin dann an der Stelle hat. So. Odin sei Dank, dass ihr endlich... Ich bin nur... Es gibt hier... Nun, das können wir überspringen. Ich hoffe, es ist mir mehr von Nutzen. Da liegt der tote Häuptling. Und jetzt haben wir auch Heiltränke bekommen. Ja. Kurzer Check. Das ist ein bisschen hakelig hier, finde ich, hier durchzunavigieren. Ich bin nicht ganz so der Freund von dieser Kreisnavigation im Ausrüstungsfenster. Das gefällt mir auch schon bei Diablo überhaupt nicht. Also zumindest in der PS4-Version. Mit der Maus ist das ja wunderbar zu machen, aber... ja, das ist etwas, daran hätte man sich jetzt nicht unbedingt orientieren müssen. Ich finde, es gibt andere Möglichkeiten, das Ausrüstungsfenster gut bedienbar darzustellen. Umzusetzen. Aber es ist halt auch mal eine Frage. Also auf Konsole ist das auch nicht so einfach. Das war schon immer so eine kleine Kinderkrankheit auch, so ein bisschen das, wie das Menü aufgebaut ist, so dass es dann auch mit dem Pad sinnvoll und gut bedienbar ist. So, mit der Einführung bekommen wir jetzt auch noch unsere Gefährten. Hat mir dann später nicht mehr, aber ich glaube, dass man generell dann auch wieder Gefährten haben kann später. Und da haben wir jetzt die Helga, jetzt brauchen wir noch den Hildibrand. So, Belohnung für Herausforderung 65 Gold. Das nehmen wir doch gerne an. Ich muss mal gucken, ob man die Gegner irgendwie fixieren kann. Ich sehe da bisher noch keine Möglichkeit, also zieltechnisch. Könnte ich mir vorstellen, gerade wenn ich mich jetzt auf einen Gegner fokussieren möchte als Bogenschütze, wäre das gar nicht schlecht. Damit ich dann nicht irgendwie in die Menge reintreffe, wahllos. Der gute Hildibrand hier gibt sich dann stellig ein mit den Tomtes und wir unterstützen ihn natürlich. Die Frauen des Dorfes hier sind nicht zimperlich. Dann lösen wir mal Zorn aus, so ist es gewünscht. Und so setzen wir es um. So, ab in die Methalle. Und die Afterhour genießen. Zuallererst werden wir aber hier diesen freundlichen Jotun erstmal einschenken. Er bleibt freundlicherweise an Hildibrand hängen. Und wir machen ihn einfach da aus, spicken ihn mit unserer Remote-Akupunktur. Gefällt mir sehr gut, Bogenschützklasse. Also wenn ich mir das Spiel kaufen werde, dann wird das so die erste Klasse sein, die ich spielen werde. Da habe ich richtig Bock drauf, gefällt mir sehr, sehr gut. So. Im vorigen Video habe ich es ja schon gezeigt, das mit dem Krieger. Sieht Hafen sich an jenem Tag. Deswegen überspringe ich es hier. Aufgrund unserer Leistungen und der Rettung des Dorfes und weil ein neuer Häuptling benötigt wird, wurden wir zum Häuptling gewählt. Und wir dürfen jetzt dann auch direkt die Aufgaben eines Häuptlings erfüllen. Und so wie es aussieht, sammelt man eben auch Materialien während der Quest, um auch das Dorf aufzubauen.
Zunächst errichteten sie die Altäre. Und das ist ein weiterer Aspekt, der eben hier auch in Vikings Wolves of Midgard noch als Neuerung hinzukommt für den Hack'n'Slay Titel. Und das gucken wir uns dann näher an. Das habe ich mit dem Krieger übersehen, dass der Hildebrand da steht. Und das gucken wir uns doch mal einfach direkt mal schon mal hier an. Wir können mal Gegenstände zerlegen. Kennen wir auch schon. Da wäre es aber nicht schlecht, wenn man zum Beispiel gleich sagen könnte, okay, alle. Und man würde gleich einfach alle sehen und könnte durchscrollen, anstatt dass ich hier gucken muss, ist hier irgendwo was drin. Das sind nur Dinge, die mir auffallen. Das ist jetzt nichts, was ich irgendwie großartig moniere, aber es sind da natürlich auch Aspekte, wo ich mich dann manchmal schon frage, warum macht man das nicht etwas anders? Intelligenter. So, er ist leider nur ein Rüstungsschmied, das heißt, wir können keine Waffe aufwerten, schön, aber wir können ja mal gucken, dass wir zum Beispiel unsere einfache Tunika aufwerten, aber nicht genug Gold, 520 Gold bräuchten wir. Und hier ist bei allen auch ein rotes Schlosssymbol unten links an der jeweiligen, am jeweiligen Ausrüstungsteil. Was bedeutet, wir können es nicht kaufen. Wir gehen jetzt nochmal zu den Göttern kurz, bringen ein Opfer da, damit wir Gabenpunkte bekommen. So, hier geben wir mal einfach den Schaden. So, haben jetzt zwei Gabenpunkte. Gucken mal, was hier jetzt bei der Bogenschützin als nächstes freigeschaltet werden kann. Hier erstmal mehr Gesundheit. Da haben wir gar keine Wahl. Und dann hier ein durchschlagender Pfeil, der eine Reihe von Gegnern durchdringt und sie vergiftet. Skatis Giftpfeil, das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich bin ein Fan von Dots. Wie sagte eine ehemalige Gildenkollegin, Mo Dots. So. Passive Gabe, erhöht die Resistenz gegen Widrigkeiten. Nö, nö, nö. Wir wollen hier Skatis Giftpfeil. Nicht zu verwechseln mit Katis Giftpfeil. So. Und wo ist er? Ich habe ihn hier gar nicht drin. Oder schießt ihr den automatisch? Aber dazu müssen wir Stufe 3 erlangen. Ah, okay, das ist auch interessant. Das ist mir beim Krieger noch nicht aufgefallen. Wir hatten wohl beim ersten Aufstieg einen Punkt bekommen, dann beim zweiten Aufstieg zwei Punkte. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht bei den weiteren Aufstiegen. Wobei, wir haben jetzt auch zwei Punkte, sehe ich. Aber Voraussetzung ist wohl trotzdem Stufe 3. Steht auch unten rechts. Benötigte Stufe 3, dann 8, dann 13. Ja, dann nehmen wir noch hier. Skatis Umarmung erhöht die Resistenz gegen Widrigkeiten, damit wir uns nicht ganz so den Poppes abfrieren. So. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Die Walska ist auch jetzt hier gut durch die Gegend gewalzt. Wir werden hier auch den restlichen Teil der Demo mit ihr noch durchziehen, um zu sehen eben auch so zumindest mal, wie das jetzt mit Skatis Giftpfeil aussieht. Und ich muss schon sagen, ich bin schon auf jeden Fall hooked. Also das Spiel gefällt mir sehr gut. Es hat, ja, im Grunde genommen hat das alles, was zumindest ein Diablo-Fan sich wohl wünschen würde. Mir persönlich gefällt das erfrischende nordische Setting auch noch. Ich habe früher gerne das Vikings gespielt, das auf der PlayStation 3 erschienen ist, was es auch im Steam gibt für den PC mittlerweile. Und bei Sega erschienen ist, war sehr göttlich, habe ich gut gesuchtet. Und ich finde, die nordische Mythologie, die kann noch weiter ausgereizt werden. Da gibt es genug Stoff, um in Spielen umgesetzt zu werden. Ich danke euch fürs Reinschalten und seid dabei, wenn Walska sich noch weiter hier als Häuptling ihre ersten Sporen verdient. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like oder Sub da, wenn ihr möchtet. Oder einen Kommentar. Und danke fürs Reinschalten. See you next time.